Ein herzliches Willkommen bei Black Tree Gaming. Heute Valheim mit dabei bei Koch Phil. Ja, hallöchen. Hallöchen. Chef de Patisserie Junior. Hallo. Hallöchen. Und hier spricht Chefkoch Achim. Wir haben gerade leckeres Schlangenfleisch auf dem Grill. Grill. Warte, wie viel sind das eigentlich? 110 Kilogramm Schlangenfleisch und daraus machen wir richtig fetten Schlangeneintopf. Passt mal einer aufs Fleisch auf? Ja. Bei Koch Phil. Geht mal nur. Geht nur. Geh mal Zeugs reparieren. Macht Gäste die Tür begrüßen. Hinter euch zu. Geht Gäste fort. Begrüßen, weißt. Oh, das sind aber große Kohlestücke. Ja, ich geb dir gleich. Alter, müsst ihr die alle gleichzeitig machen? Ja, komm schon richtig in Stress. Doch. Wenn du mir das Zeug gibst, kann ich Schlangeneintopf brutzeln. Ja, immer gleich. Immer hier in Kiste, schmiss ich auch. Ja. Dann ist jetzt gerade noch den Met fertig an. Hm. Haben wir noch was Rohes, was wir gleich nudeln können hier? Nö. Was? Nudeln gibt's ja nicht. Bandnudeln, Hängenudeln, paar Rigatoni, nix Nudeln, nix Nudeln. Da rührt doch den Bub. Ja. Okay. Lecker Futter. Musst du rühren. Die Black Tree Wikinger versammeln sich jetzt dann zu einem großen Ting und besprechen mal, wie es denn so weitergeht. Ja. Sagen wir, treffen uns in Juniors Bar, die zwar noch nicht ausgebaut ist, aber. Jo. Zum was einwerfen wird's reichen. Eben. Haben wir sonst jetzt alles? Was hab ich denn da? Ich muss gerade noch Zeugs wegbringen. Ich hab noch ein Holz, das können wir reinschmeißen. Und Feuerstein habe ich auch noch dabei. Ja, dann leg das alles hier mal ab. Aber noch weg damit. Ich hoffe, beim Junior gibt's leckeren Met. Natürlich nicht. Natürlich nur, wenn ihr bezahlt, ihr ja, Scheiße. Eben. Ich leg das Schlangenschild jetzt hier unten mal in die Waffenkiste. Mhm. Wer es zuerst kriegt, bekommt es zuerst. Dum, dum, dum. Ganz Holz weg. Ja. Wir müssen, glaube ich, noch um eins erweitern. Oder hinten ist ein Hirsch. Ja, ach nee. Ja, da hinten, hinter der Bar. Mach die Bar nicht kaputt. Nee, ich mach's nur gerade rot. Ich hab sie gestrichen von außen. Oh, das ist weg, schade. Oh, Junior, du musst hier. Hier will ich dann noch einen Teppich sehen und die Bänke müssen weg, da müssen Stühle hin, da kriegt man mehr Gemütlichkeit. Okay. Ich habe eh gedacht, wir ziehen das noch um eins raus, hinten an die Wand. Oder? Weil den Platz da hinten, den brauchen wir eh nicht. Ach, da den riesigen Schlangenkopf. Ach du Heilige. Ach du Scheiße. Oh, leck. Scheiße, ja, der ein kleines bisschen zu groß, würde ich sagen. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, jetzt habe ich meinen Hammer dahin gehängt. Thors Hammer. Achims Hammer. Machst du mal hier auf den Tisch? Trophäe. Bessere Idee. Ja, wir müssen eh mal unsere Trophäen halt irgendwann machen. Oh, man muss noch so viel machen. Jetzt müssen wir uns erstmal weiterentwickeln hier. Ich will den scheiß Knochenwanz verwampfen. Ja, das soll jetzt so.
Oh, ich sehe schon mal. Endlich was zu trinken. Hallo, habt Durst? Kommt jetzt mal. Ja, jetzt, ich muss jetzt kurz einen wichtigen Job noch hier erfüllen. Wieso hängt da draußen eine Fahne? Oder ein Banner? Weil es schön aussieht. Am Stein. Ich hab Durst. Hallo. Ich hab Durst. Ja, sagen Sie es mal Ihrem Kollegen hier. Wieso gibt es eine Trinkflasche? Was ist das andere da? Das ist der Met. Den kann man auch so trinken, oder? Muss man gar nicht aus dem Becher. Ja, kannst du so trinken. Ja, aber ich würde mit dem Becher ist besser. Natürlich. Ja eben, deswegen frage ich, warum ist der nicht im Becher? Ja, für Achim. Ja, das ist ein... Hä? Der Becher ist für Achim. Ja, ich habe einen Becher und hier steht ein Becher. Und was ist mit dem da? Das ist der Met. Den du noch nicht genommen hast. Ja, und wo ist dein Becher? Den habe ich. Das ist jetzt gerade... Ein bisschen vertauschte Rolle. Was? Warum? Ja, ja. Nee, müsste halt sein Trog eigentlich dahin stellen. Schau doch mal hier raus. Komm jetzt endlich mal saufen jetzt hier. Guckt jetzt nach, ich hab Durst. Gott verdammt. Jetzt hab ich den. Sonst baller ich jetzt den. Ja, warum nimmst du meinen Met weg? Deine Theke ist zu breit, Junior. Du musst es hier rüberstellen. Wenn ich es nehme, dann kriegst du die ganze Zeit du. Er muss halt weg. Muss halt einmal weg. Ich baue den Objektständer ein bisschen hier rüber, dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Alter, bis mir mal saufen bin ich verdurstet. Das ist doch nicht normal. So, jetzt habe ich eine Humpe. Hast jetzt du jetzt überhaupt deinen Met? Ja, Met habe ich. Köstlicher Met. Ja, ich meine den anderen. Welchen anderen? Ja, der Typ da. Der Typ da, der gegenüber sitzt? Ja. Ich weiß es nicht. Ich hab Met, das reicht mir. Guck dich jetzt nach, ich hab Durst. Du hast doch nicht mal Met. Doch, hab ich in der Hand. Nö. So, können wir jetzt? Ja. Ja, also. Da ist was drin. Also zur Mitte, zur Tite, zum Sarg, zack, zack. Du musst ins Geld. Du hast kein Met. Warum habe ich kein Met? Doch. Ja, aber da ist doch Geld drin, meine Fresse. Dann ist der für mich voll. Das ist im Early Access das Spiel, Mann. Ich hätte es gerne mal was zum Essen. Nie hört er. Ich würde ihm mal das Taschengeld entziehen. Ich habe immer noch kein Met. Ich hab mein Met. Ich hab's bekommen. Ach, logisch. Aber mich zusammen schon nutzen. Machen wir jetzt hier eine Stehparty oder was? Ich will mein Met jetzt. Hat ja, immer noch nicht. Ist es. Wo da hinten? Auf dem Ständer. Jetzt hab's ich gekriegt. Nee. Aber jetzt hab ich köstlicher Met. Gut. Können wir jetzt was trinken? Wir sehen uns ähnlich. Du sitzt jetzt beim Junior auf dem Platz. Ist mir scheißegal. So, hoch die Tassen. Ja, keine Bedeutung. Können wir nicht im Sitzen. Nee, es ist wie am Oktoberfest. Da muss man auf die Bänke stehen. Wobei ich dachte, wir kriegen hier Stühle. Das machen wir später. So, der Humpen bleibt wieder hier, oder? Jetzt haben wir erst nicht besprochen. Ach was, du bist ja gleich wieder aufgestanden. Ich sitz noch. Ach was. Ich auch. Sag mal, geht's eigentlich noch? Hm.
Ja, da verpisst er sich gleich wieder, wenn ich meinen silbereisernen Hammer raushol. Silbereisernen Hammer? Jetzt schau doch mal. Silbereisernen Hammer mit spitzer Klinge oder was? Also, ich lobe einen Preis aus. Der, wo zuerst den Seeschlangenkopf findet, kriegt noch einen Met. Ja, der steht hier. Wir beide, auf geht's und du bedienst uns. Los. Nein, nix da. Dir ist klar, wer der Met gebraut hat. Ja und? Willst du dich wirklich mit mir messen? So, Männers. Ich setze mich jetzt auf meinen Thron. Ja. Super. Nein, das ist jetzt nicht euer Ernst, jetzt, oder? Alter, Falter. So, jetzt machen wir Stuhlkreis, wie auf dem SG und dann... Super. Wann sollen wir unseren Namen tanzen? Vorm Knochenwanst. Also, ich bin dafür, dass wir in die Berge gehen. Ja. Drachen abballern. Ist nur die Frage, welche Berge? Sollen wir in den kleinen Kackberg, den wir beim Händler hatten? Oder sollen wir ich hab's Gefühl, wenn wir beim Kupferwald durchballern dort, können wir einmal das Kupferwaldportal mitnehmen und dort oben gibt bestimmt irgendwo noch mehr dicke, fette Berge. Sicherlich. Und hier, allein hier schon war ein Riesenberg. Ja, aber da müssen wir durch den scheiß Fluss fahren, das will ich nicht. Ich würde eher mal hier oben rum probieren. Mit dem großen Schiff sind wir ja schnell. Ja. Gut, mach mal. Los geht's. Noch fressen? Kümmert sich jemand ums Fressen? Ich bin Proviantmeister. Gut, ich hole Holz und die... Junior, du könntest dich mal noch um den Garten kümmern. Das reicht jetzt nicht mehr. Okay, super. Das hat er wieder keinen Bock. So, was brauchen wir noch Spezielles? Da wir das Tor mitnehmen fürs Ding, brauchen wir eigentlich nichts fürs Tor mitnehmen, oder? Oder sollen wir nochmal eins? Laberst du? Du hast gesagt, wir fahren in den Kupferwald, bauen das Tor ab. Also haben wir Material fürs Tor. Dann brauche ich davon nichts mitnehmen. Nein. So. Oder soll ich noch eins mitnehmen, dass wir zwei Tore bauen können im Notfall? Haben wir denn hier überhaupt so viele Tormöglichkeiten? Ja, wir haben noch 7 Sötlingkerne. So viele? Ja. Crazy shit. Wir haben auch noch 8 Ketten. Hast du eigentlich noch einen Schlüssel bei dir, oder? Schlüssel habe ich dabei, ja. Ja, okay. Den schleppe ich die ganze Zeit mit mir rum. Gut. Wir werden nicht vergessen, Frost mit. Habe ich jetzt 21 Stück eingepackt. Das sind 7 pro Person. Das sollte eigentlich erstmal reichen. Ja, erstmal schon. So, Picken nicht vergessen. Die Eisenpicker habe ich dabei und die Bronzepicker habe ich dabei. Ich würde meine Bronzepicke im Junior abgeben. Mhm. Wo bist du? Das können wir auf dem Schiff machen dann. Ich habe noch ein Fleisch dabei, sehe ich gerade. Hätte ich gerade noch kurz los. Ja, also rohes Fleisch. Oh ja. Ah, die Harpune kann ich da lassen, oder? Oder wäre eigentlich geil, ja, falls man sich pack die mal rein, ja. Pack die mal rein, falls man noch was. Okay. Oh. Mal kurz reparieren gehen. Ansonsten brauchen wir nichts, oder? Nope. Ich habe noch 50 Holz dabei. Ah, haben wir hier ein Dings? Wir nehmen nochmal Holz mit. Holz ist hier. Ein Portal? Was? Ja, das Kupferwald. Das müssen wir jetzt noch benennen. Mal gucken. Ich glaube aber, wir haben da schon eine ID gegeben, oder? 99. Will ich von hier Holz mitnehmen? Eigentlich können wir das Kupferwald-Camp abbauen und von dort das Holz gewinnen. Ja, brauchst du jetzt das ganze Camp abbauen? Wir bauen jetzt nicht das ganze Camp ab, wir nehmen da einfach... Okay. Nehmt noch am besten Sachen mit für ein Feuer. Stimmt.
Für was? Ein Feuer. Paar Steine, ein bisschen Holz. Pack Steine ein. Ja. Nur noch eine Holzladung mit. Dann haben wir 150 Holz, damit können wir uns locker eine Base aufbauen. Und Hammer haben wir auch dabei. Hammer habe ich einen dabei. Dreier. Ja. Hammer, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Hast du Haschen in der Tasche? Hasche ist in der Tasche. Schild. Achim. Das liegt jetzt hier in der Waffenkiste noch. Holst du es noch schnell, Junior? Ja. Und dann Abfahrt nach Süden. Nee, Norden. Stimmt. Entschuldigung. Alles gut. Ready? Set hat. Und so. Raus geht's, raus geht's. Lalalala. Euer Verpflegungsoffizier hat sich. Hat Zeugs in die Box gemacht. Junior kann schon mal rausholen, genau. Ja, achso, ja. Eine Reihe schon für dich, die andere für den Phil. Das Schild ist jetzt drinne. Okay. Müsste halt einer von euch zwei das da nehmen. Oder soll ich's nehmen und das Turmschild weglegen? Ja, du nimmst Schild, weil du hast das Eisending. Okay. Das Eisenschwert. Turmschild ist raus. Oh, schaut mal. Drei Wildschweinsaubacken. Rohes Fleisch vor der Hütte. Oh, da rennt schon ein Schamane rum. Jojo, der rennt dafür gut. Ah, ich sehe ihn. Ich habe übrigens ein Video gesehen. Ja. Das mit dem Ende der Karte. Oh. Ja, ich geht recht schnell dann bergab, gell? Richtig. Ich musste da gleich an Jack Sparrow denken. Ja, genau. Bitte mal einer, wo der Berg ist, dass ich mir markieren kann. Den Berg wissen wir nicht. Wir wissen aber es hier nicht. Ist irgendwo das Kupfercamp. Ah, okay. Ich hab schon so markiert oder was? Zwischen Stopp. Ich weiß gar nicht, ob wir dort vielleicht sogar noch was im Lager haben. Proviant oder so. Weiß es auch nicht mehr. Aber esst schon mal was? Da war das große Dorf. Ja, ich habe jetzt nicht so viel dabei. Ich im Lager vorne ist im Schiff drin. Schiffsbauch. Okay. Ist für dich noch. Ich ess mal. Oh, warte mal, da vorne ist gerade. Es ist halt, falls wir jetzt gerade Freunde kriegen. Ich habe echt kein Gefühl mehr, wo das war. Hier irgendwo an der Küste. Ja. Beides genau. Nimmer. Mal schätzen. Ich hab's markiert. Genau da. Oh, scheiße, jetzt ist mein Ping weggemacht worden. Oh, no. Da war's. Ach, den Fall nicht runter. Aber ich glaub nicht, dass wir da noch Zeug haben. Also, vielleicht ein paar Einzelsachen, ja, aber... Ich glaube, sonst haben wir so recht einiges mitgenommen. Ja, alles mitgenommen, was da war. Ihr guckt ein bisschen nach vorne, gell, falls irgendwas ja auftaucht.
6 Grauzwerge auf der linken Seite. Da ist das Camp. Camp voraus! Das ist perfekte Tageszeit, ne? Ja. Machen wir noch schnell Ecktür. Komm, Junior, schnell zum Papa. Ja, ich mach. Fertig? Ja, ich hab gedrückt. Ah, ich hab gedrückt. Ich bleib im Boot, ja? Jo. Toll. Genau auf die falsche Seite. Ne, hier sind noch fast 100 Steine, Holz und Augen. Ja, einpacken. Okay. Hast du alles? Jo. Ja, ich pack doch die Dinge an. Philbisch Abfahrt bereit? Mhm. Ich war nicht im Wasser. Nein. Niemals. Okay. Oh, wir laufen auf. Ja, es geht ja, das treibt mich rüber. Muss ich rudern? Rudern! Voll fest oder was? Ja. Junior, komm mal, schieben. Schieben. Nee, warte, ich mach's anders. Kommt rein. Jetzt kommt eine Welle. Achtung, jetzt lösen wir uns gleich. Nimm die Fackel in die andere Hand, Junior. Ich probier's grad. Ja, geil. Nein. Nicht das Schiff anzünden. Ich versuch's. Das wäre jetzt fatal. Segel, Schlag und weg. Darf der Vater heimrudern. Was machen wir jetzt? Aktuell voller Rückenwind. Perfekt, aber Land voraus, Junior. Du musst ihm sagen, ich sehe fast nichts. Mhm. Da, ja, kommst rechts. Aber gut. Aber es geht da kommt gut. So eine Langzunge rechts, links. Voraus, kleine Insel. Weiter rechts. Das ist ein Fluss, wo wir rein können? Nee, gell? Nee. Rechts. Ja, ja. Könnte vielleicht sein. Könnte vielleicht sogar der Fluss sein, wo wir ganz am Anfang dort rausgekommen sind. Ah, doch, was? Was halten? Was könnte? Nee. Links ist eine Trollhöhle. Ja. Linke war uns links Spawnpunkt. Rechts halten, da vorne ist, du fährst direkt auf ein Ding zu, auf den Felsen. Und der sieht deutlich härter aus als unser Schiff. Ich glaube, es sieht alles härter aus wie unser Schiff. Kurs halten. Nicht so nah ans Ufer, nicht, dass wir da aufsitzen. Ja, da links. Scheppert nicht immer.
Das ist eine Nixenkolonie. Stimmt. Genau geradeaus ist Land. Ja, rechts. Hart Steuerbord. Tag 232. Oh, endlich wird's hell. Sehr ähnlich was. Was? Oh, da ist ein Dorf hier. Ja. Richtig Anzahl hier. Rechts, bisschen noch. In, ja. In so Kisten von den Dörfern sind also manchmal Federn versteckt. Sollen wir kurz ans Land gehen und gucken? Und Gold und so, ja. Ja. Einer Ecktür, dass wir rennen können. Jo, Moment. Ich komme. Bin da. Jo. Ja, Moment, ich muss erst anlegen, sonst. Beim Schiff. Jo. Da kommt schon der erste. Alter, richtig viel Gebäude hier. Okay, dann werde ich auch gut. Ja, guck mal. Keine Schüssel drin. Hier ist auch nichts. Da oben ist eine Kiste hier drin. Okay, kommst du da hoch? Dran. Ja. Münzen. Eisen, Feuerstein, Pfeil und Feuerstein. Das sind Wegweiser. Ja, richtig cool, gell? Was? Da steht aber nichts drauf. Ja, aber das sind so Schilder, wo du schriften kannst, weißt du? Ja. Ach, das ist ja eine geile Idee. Ja. Oh, das müssen wir uns merken. Habt ihr schon alles durch, oder? Ich hab grad noch hier die Hütte und dann ist, glaube ich, alles. Ein bisschen Bernstein. Ist gut, da kommt man Geld. Mach die, wenn es eine Kiste gefunden hat, mach die gleich kaputt mit dem Hammer. Dann brauchen wir eine Handwerkstation. Nee, kaputt machen kannst du mit dem Hammer. Nach dem warst du in dem Haus schon? Ja, da gehe ich jetzt gerade hin. Aha. Ne, hier ist nichts. Das wäre hier auch ein geiler Platz gewesen für eine Base, du. Ja. Haben wir auch schon gedacht. Gerade mit dem. Mit dem Hafen da. Mit dem Hafen hier. Ah ja. Vielleicht im nächsten Leben. Julia, zu spät. So. Zurück aufs Schiff. Ja. Schiffführer Phil, hast du das Schiff bereit? Ja. Voll in die Fresse. Jo. Der Junior hat es ziemlich treffend ausgesagt. Nein, es hebt sich gerade, als wir angesprungen kommen. Da kommt ein Grading. Das ist da jetzt voll. Das ist voll. Die, das hier. Ich kann Löwenzahn vom Bord schmeißen. Ja, Löwenzahn kann schon Bord schmeißen. Herr Lederrester, 4. Ja, können wir auf den Bord schmeißen. Harz brauche ich auch nicht. 10 Münzen. Okay. Behalten. Natürlich. Vom Bord schmeißen. Das ist doch nur Gold.
Da sind jetzt noch 7 Frostwiderstand drin. Das müsste von dir sein, Phil, gell? Das kann sein, ja. Kannst gleich rausnehmen. Oder nimmst du immer raus und dann. Oder lass drin. Wenn sie ich jetzt gerade nicht stört, drin. Dann lass drin, dann hol ich es nachher. Ne, stört es nicht. Ich muss rudern. Ach, eine Seefahrt ist bequem. Ach, die Bucht ist auch geil hier. Manchmal hätten die Bäume hier weggeholzt bekommen. Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, die werden wieder so schnell nachgewachsen. Eben. Also bis jetzt enttäuschend, weil wir keinen Berg gefunden haben, nicht mal einer in Sicht ist. Ja gut, das ist halt. Achtung, ein bisschen rechts halten, ist ein Felsbrocken. Vorne sehe ich jetzt nichts. Links aber. Ja, ja. Das reicht ja, so wie ich fahre. Ha Junior, das ist mal ein Schwert. Ja, jetzt aber echt ein bisschen rechts. Da vorne ist eine Sandbank. Do your board. Bitte. Jetzt wird's Wetter schlecht. Oh nee, nicht schlecht Wetter. Doch. Und zwar nicht nur schlechtes Wetter, sondern beschissenes Wetter. Richtig beschissen. Ich sehe einen riesen Berg vor uns. Oh ja, oh ja, oh ja. Was? Wo seht ihr den? Direkt voraus, nur die Umrisse. Ach stimmt, ja, da. Hier ungefähr. Nee. Nee. Das war zu weit. Ja, da ungefähr. Ach, die Steingolems, wisst ihr, wie man die am besten kaputt haut? Hm. Mit der Picke. Ja. Das sind Steine. Da hätten wir das letzte Mal. Oh, rechts, rechts, rechts. Ja, ja, das. Ist es jetzt eine. Ich fahr mal da rein, oder? Nee, kannst du, glaube ich, gerade aus Richtung Berg fahren. Oder willst du die Küste erforschen? Ja, die Küste, dass man ein bisschen Rand hat, ja. Ah, direkt voraus Sandbank, stopp. Ja, stopp, stopp. Ja, das ist ja auch nicht stopp. Hier ist nicht gut. Hier ist nicht gut. Nee, ich fahr zurück. Wenn möglich, bitte wenden. Nee, nicht wenden, ich fahr einfach rückwärts. Ich hab auch recht. Hauptsache andersrum. Piep, 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 piep. Piep. Alter. Oh. Hat jetzt aber gut an den Felsen rum ausgefallen. Ja, das Stück sehe ich ja eben. Ich glaube, jetzt kannst du da vorwärts düsen, oder? Ja, muss aufpassen. Da hinten war noch gerade eine Sandbank oder irgendwas. Ja. Hart rechts. Na, jetzt geht's vorwärts. Oh, Achtung, jetzt rumpelt's gleich. Oh. Oh, wir haben hier Mordseegang, Leute. Links Trollhöhle. Jo. Mhm. Aber wir fahren weiter auf den Berg zu. Gleich ein bisschen links halten. Mhm. So, und ob wir gut ankommen oder nicht, Leute. Ah, links, links, da vorne ist Ufer. Seht ihr in der nächsten Folge. Bis zum
nächste Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüss.